Yo! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von meiner Seite. Heute ein Squad-Builder, und zwar ein Squad-Builder, der 100k ist, der teilweise sehr überragende, teilweise nicht so gute Spieler beinhaltet, aber ein Squad, den man mal testen kann. Im Tor fangen wir an mit, wie jetzt auch schon zwei Squad-Builder zuvor, falls ihr noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch gerne ansehen, würde mich sehr freuen. Es ist Joe Hart, ein überragender Mann für seine Dienste, Patrice Evra auch, definitiv, der spielt ja auch bei der EM, wird da sogar noch Klischee vorgezogen, das würde ich jetzt hier in FIFA auch tun, und daran könnte so ungefähr seine Leistung abliefern. Waran, dann ein sehr konstanter Mann, ein Mann, der seinen Job erledigt, und das gut, und so muss es auch sein, genauso wie Ila Kwame Mangala, der war in FIFA 15 noch etwas besser, aber so ist er auf jeden Fall auch gut. Juan Fran ist dann sein nächster Mann, der war in FIFA 14 mein Rechtsverteidiger des Jahres, muss ich einfach sagen. Hier ist er okay, aber er erfüllt eben auch seinen Job, und das ist ja das, wofür man die Typen kauft. Und Modric ist dann wirklich eigentlich das Highlight des Teams. Hier Luka Modric, hier könnt ihr natürlich auch 93er wählen, wenn ihr euch den leisten könnt, wäre aber relativ sinnfrei. Nzonzi ist dann hier unser nächster Mann. Nzonzi, da kommt dann nicht, ja. Dann, wie wähle ich denn jetzt aus? Ja, das ist jetzt ein bisschen Müll. Son. Okay, warte, dann machen wir das Ganze anders. Dann suchen wir ihn hier nach. Er ist Franzose, ihr wisst, wen ich meine. Er spielt in der Liga BBVA. Ihr wisst garantiert wenig. Da ist er doch schon, Nzonzi. Den nehmen wir. Und, den mit Guarin, auch ein alter Spieler, ein Spieler, der früher sehr überragend war, heute nur noch okay, aber einer, der Freistöße sehr, sehr gut kann, und den empfehle ich euch wirklich für jede Freistoßsituation. Hat wunderbare Power Curves aufs Lager. Insigne ist dann ein typischer Flügelspieler, der auch den Drang zum Tor hat, vor allen Dingen in FIFA, und den würde ich euch auch empfehlen für diese Position. Ich denke, hier kann man auch noch auf jemand anders zurückgreifen. Im Prinzip auf jeden aus der Serie A. Aus der Serie A. Aber ich würde euch, wie gesagt, den empfehlen. Und Perisic ist dann mal Stürmer. Ist so ein bisschen so, ich will jetzt nicht sagen Motto-Team. Aber das ist schon ein etwas verändertes Team. Ivan Perisic ist ja hier in der 84er Version in bisschen verändert, aber er hat eben die Werte. Er hat die Werte, und daran, bei 1,87 ist es doch genial. Es sind die Werte, die man braucht, und jetzt kommen wir leider zu einem Spieler, der nicht ganz so gut ist, aber hier kann man auch jemand anderes nehmen. Es ist Williams, wenn man unten dann einfach man könnte natürlich Bale hier nehmen. Ashley Williams ist er das? Ne, das ist er nicht. Das ist der von Wales. Nein, aber da könnt ihr, wenn ihr Bale nehmt, müsstet ihr unten Danilo nehmen, aber dann könntet ihr das auch eben machen. Und ja. Wo ist er denn? 76er Williams. Ist er das? Nein, das ist er nicht. Das ist, wer ist das? Warte, dann machen wir das auch wieder auf die alte Art. Und holen wir uns ihn hier rüber. Er ist Spanier. Ihr wisst sowieso alle, von wem ich rede. Es ist der von was? Das kann ja nicht sein. Da muss ich die Position ändern. Also hier ist irgendwie gerade irgendwas fail. Er spielt bei Athletic Bilbao. Oh. Ich bin auch ein bisschen, naja. Also wir holen uns ihn trotzdem jetzt ab. Da ist er. So, das ist also hier unser Mann, und dann ist das Team auch schon vorbei. 100k, ganz gut investiert, nicht überragend, ist kein Beast-Team, aber es ist ein Alternative-Squad. Und ich bedanke mich fürs Zusehen, ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.